5 Arten von Fortnite-Spielern, die jeder kennt. Leute, heute haben wir neues 5 Arten von Fortnite-Spielern draußen. Heute bezieht sich das Ganze auf die neue Season 5. Und mich würde es echt mega, mega freuen, wenn wir auf dem Video hier die 5000 Likes knacken würden, weil die neue Season da ist und es einfach mega, mega geil ist. Bei Floppy haben wir einen Teil 2 aufgenommen, deswegen schaut unbedingt bei Floppy vorbei. Das ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. Teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Wir sind bald 250.000 Abonnenten und dort wird es auf jeden Fall ein krasses Special geben, Leute. Deswegen teilt meinen Kanal mit euren Freunden, würde mich mega, mega freuen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Der Heiler. Uff, was machst du denn hier? So, jetzt heben wir dich erstmal und dann kannst du wieder weiterspielen. Easy! Hier, bitteschön. Moment, du kannst hier noch ein bisschen healen. Hey, what happened? Pass auf dich auf. Okay, ab zum nächsten. Bitte schön fürs Zielen, also auf jeden Fall noch viel Spaß. Help me! Help me! Der sich alles im Battle Pass kauft. Schließe wöchentlich Herausforderungen ab, um schneller im Level aufzusteigen. Verdiene bis zu 100 Belohnungen im Wert von über 25.000 V-Bucks. Im Notfall werden dafür 75 bis 150 Spielstunden benötigt. Du kannst den Battle Pass jederzeit im Verlauf einer Season für 950 V-Bucks kaufen. Geil, sind ja so eitel und kaufen uns den für 2.800 V-Bucks. Leute, spammt alle mal Hype in den Streamchat rein. Wir werden uns jetzt alle Sachen im Battle Pass kaufen. Ja, das sehen wir uns erwerben. Oh Gott. Wie geil! Alle mal Hype in den Streamchat spammen, Leute. Alle mal Hype spammen, Leute. Wir kaufen uns jetzt alles im Battle Pass. Den ersten Skin Jägerin haben wir bekommen, Leute. Dann haben wir hier bekommen Drift. XP, bla bla. Für ein paar kostenlose Stufen, okay. Los-Emote. Ah, so eine Ampel. Nice. Wie viel würde das kosten? Wie viel XP kann ich mir noch kaufen? Leute, ich tue mir kurz eben V-Bucks aufladen. Bedeutet, Leute, ich mache das kurz aus. Ich hole mir kurz... Ich habe es euch versprochen. Leute, wir werden alles kaufen. Wir haben hier 15.000 V-Bucks insgesamt jetzt aufgeladen. Battle Pass, Stufe Erwerb. Ich spam gerade durch. Wie kostet das? Alter, ist das teuer. Leute, wie viel Geld da drauf geht? 10.000 V-Bucks. 10.000 V-Bucks kostet es. Leute, ich mache das nur für euch. Deswegen würde es mich freuen, alle, die neu da sind. Tut ein Abo da lassen, tut die Glocke aktivieren. Tut ein Like da lassen. Leute, ich sag's euch, das ist der Omega-Skin. Oder in Anführungszeichen, letzte Skin. Erwerben. Es gibt kein Zurück mehr, Leute. 10.000 V-Bucks für den Battle Pass ausgehen. Was haben wir bekommen, Leute? Ragnarök. Was haben wir denn alles bekommen? Ich gehe mal von hinten durch. Ragnarök. Dann haben wir einen Goldtopf bekommen. Dann nochmal V-Bucks. Dann haben wir hier Breakdown. Yo, du bist der Hammer. Als neuer Emote verfügbar, Leute. Dann Runen als Contrail. Dann haben wir ein Emoticon. Stopp. Dann haben wir die Poolparty als Rucksack. Also eine Art aufblasbares Lama oder Einhorn. Dann haben wir die gute Stimmung als Spray-Motiv, Leute. Eroberer. Der Wikinger-Hängekleid haben wir. Leute, wir haben uns alles im Battle Pass gekauft. Dann haben wir... Durr. Oh! Leute, guckt euch mal diesen Controller. Das sieht so heftig aus. Leute, das ist der letzte Skin, den man jetzt ausbauen kann, muss. Der Basketballer. So, Leute, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall die nächsten Tage ein sehr wichtiges Spiel. Ein Basketballspiel. Auf jeden Fall. Deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen trainieren. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir werfen jetzt auf jeden Fall mal ein paar Körbe rein. Und ja, let's go. So, Leute, auf jeden Fall. Jetzt versuche ich auf jeden Fall mal meinen ersten Kopf direkt zu werfen. Wäre natürlich super, wenn es direkt klappt. Und go. Okay. Super, der war drin, Leute. Direkt noch einen hinterher, Leute. So muss es auf jeden Fall laufen. Drop that shit. Stabil, Leute. Jetzt auf jeden Fall mal von ein bisschen weiter weg, würde ich sagen. Und rein damit. Ah, ganz, ganz, ganz knapp. Da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Druck hinter. Und go. Nice, Leute. Und jetzt... Da muss jetzt aber sehr, sehr, sehr viel Druck, Leute. Da muss jetzt viel Druck hinter. Und noch ein wenig mehr Druck, Leute.
So, auf jeden Fall die Männer oder unser bester Mann wurde auf jeden Fall niedergelegt. Deswegen müssen jetzt auf jeden Fall die Frauen ran, Leute. Und mal gucken, ob die besser oder schlechter sind, so, ne? Müssen sich natürlich auch aufwärmen, weil, ja. So, die Frauen müssen sich natürlich auch warm machen und, sie machen sich auf jeden Fall jetzt erstmal warm. So, jetzt sind sie auch bereit, Leute. Ich würde sagen, die machen jetzt direkt mal einen Ball rein. Die Rennfahrer. Also Jungs, los geht's. Netix und Flobby gegen Betzke und mich. Wir spielen um eine 10er Pace-Up-Karte. Ja, okay Jungs, machen wir. Also direkt einen Wagen nehmen und dann direkt an der Startlinie treffen. Und dann geht's los. Ei, mal gucken, ob wir den ersten sind, die direkt den Buggy bekommen. Ja, natürlich. Wir machen das alles fair, Jungs. Hoffentlich kriegen wir direkt einen Buggy. Vielleicht auch direkt eine Waffe. Also, ihr könnt sofort eure 10er PCs rausstecken. Ja, moin. Nee, wir gewinnen ja. Nein, wir gewinnen. Könnt ihr vergessen. Nee, wir. Jungs, geht um alles. Nee. Ich habe 3 Jahre lang geübt, Need for Speed, GTA 5 online, alles. Wir sind Sebastian Dirk, ihr könnt gar nicht rein. Hier ist auch einer. Wir haben keinen. Bei mir ist ein Gegner. Ja, wir haben keins, ne? Let's go! Jungs, wir haben keins, ne? Ja, der eine hier ist ein Gegner, der hat einen. Oh mein Gott! Hey, warte auf mich! Komm rein! Ey! Ich hab ihn nicht. Warte, ist ein Gegner? Oh, no. Warte, lass dich kurz helfen. Nice, komm, er rettet mich doch noch. Jetzt. Flobby, yo! Okay, chill, ich muss nichts holen. Alter, krass. Ich muss nichts holen. Nee, ich direkt rüber, Alter, muss los. Warte, ich tu mal unser Auto schon platzieren. Ich auch, warte. Der Counter geht schon. Ja, ihr müsst da erstmal weg. Okay, jetzt, nee, komm. Warte. Oh Gott. Fuck. Nee, das kommt. Okay, go. Nein, okay. Sobald noch Ultra. Oh mein Gott. 10. Jungs, da oben rechts waren irgendwo Gegner. Ich hab irgendwo jemanden gesehen. Egal, juckt doch nicht. Der hat viel besser in Start. Ja. Komm mal, der Rainer. Und. Los geht's. Ja. Ja, Mann. Eigentlich nicht schießen. Okay. Leider muss er durch Ring gefahren. Yo, oh mein Gott, wie gut. Oh mein Gott. Das war's nämlich der Kopf. Auf welch wird geballert? Nee, egal. Jawohl, nice. Jo. Ja, wie cool ist das denn, Jungs? Wo sind. Oh Gott. Wollen wir Fahrerwechsel machen nach einer Runde? Nein. Hä, hey, nur eine Runde. Ja. Leute, geht. Ja. Oh, Jungs, geht weg. Oh. Ja. Los. Scheiße. Jungs, das ist der Ball an Gegner auf uns. Egal, Jungs, weiter. Nein. Ey, Flobby cheatet. Oh. Ey, die ballern auf uns, das sind so random. Jetzt. Ich hab einen AP. Ja. Bleib mal anhalten. Ihr müsst anhalten. Nö, Mann. Nee, das zählt nicht. Ohne Witz, das zählt nicht. Ey, warte, wir bleiben kurz ein paar Sekunden stehen. Wollen die Gegner kurz killen und dann... Junge, ich bin nicht mal am Leben. Ihr wollt einfach weiterfahren. Nee, Dix. Scheiße. Als ob Netix gewinnt. Netix, komm. Hey, lass uns ins Portal gehen. Lass uns ins Portal gehen, Jungs. Scheiße, auf das Rennen. Wir gehen ins Portal. Und los geht's. Oh mein Gott. Oh. 2 HP. Netix, hol uns. Nur hol die 10er PC, Netix. Hoffentlich stirbt er noch. Er hat einfach 2 HP. Ja, Netix, komm. Nein, als ob. Ja. Gewonnen, sehr mächtig. Halt auf! Ja, das ist der Gegner. Hier. Nein! Oh, irgend so random killt mich, Jungs! Jungs! Nein! Guck mal. Oh! Guck mal, er macht eine Ehren-Serie-Runde. Mit einem HP. Mit 2 sogar. Nee, nix hier rein, guck mal, das ist der Gegner. Wir kriegen eine 10er-PC, wir teilen ne, durch 5. Nee, also 2. Ich will es auf jeden Fall nehmen. Der Shop-Schwitzer. Weil wir werden so oft in den neuen Shop reinstreamen, beziehungsweise mache ich sehr aufwendige Videos in letzter Zeit, sogar Daily-Uploads. Leute, tut die Sekunden runter, Spam. 55, 54, 53, 52, 51, 50. Boah, ich bin gehypt. Was glaubst du, was für ein Skin wird rauskommen? Ich glaube, der High-Skin kommt. Ich glaube. Nee, glaub ich. Oder dieser Wikinger.
Ja, auch. Das glaube ich eher Wikinger. Oder ein Wrestler. Es wird auf jeden Fall ein neuer Skin kommen. Und wir haben die 234.800 geknackt. Was geht ab? Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, oh mein Gott, 3, 2, 1 und Wikinger? Und? Es ist Spitzname. Leute, das neue Skin ist draußen. Und Glücksjägerin. Leute, wir haben uns ja immer den Skin geholt. Leute, schreibt alle mal Hype in den Streamchat rein. Oh mein Der Gott. Heiler. Spitzhacke, Alter, mit so Diamanten. Oh mein Gott, Leute, neues Skin ist draußen. Oh mein Gott. Der Gleiter, wie sieht der Gleiter aus? Nein, den werde ich mir nicht holen. Spektralhacke ist im Shop. Dann Turmspezialistin ist im Shop. Popsternchen als. Mit dem Skin sieht das gar nicht geil aus. Aber der Pulli ist geil. Überleg mal, den gibt es zu kaufen. Ich würde mir holen. Ich feiere die Farben. Ey, lass es regnen, wurde aktualisiert. Ja, wahrscheinlich, dass man halt, wenn man abspielt, dass es vorbei ist. Ich weiß nicht. Haben wir unsere neuen Sachen ausgerüstet? Den neuen Kleider werde ich mir nicht holen, weil ich den null interessant finde. So, Leute, ich hoffe, euch hat das 5 Arten von Fortnite-Spielen gefallen. Mich würde es echt mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Würde mich mega freuen, Leute. Und dann würde ich sagen, haut rein, euer Baumblau. Bis zum nächsten Video. Tschüss.